Das MMORPG Rift wird free to play und Koros Rat, schaut's euch an. Nee, ernsthaft, ich habe das Spiel vor 2 Jahren selber schon gespielt, da habe ich es mir gekauft und habe dann irgendwann damit aufgehört, weil ich nie diese Motivation habe, ein Spiel so lange zu spielen. Und nun wird es free to play und in diesen 2 Jahren, die ich jetzt abstinent war, hat sich sehr viel getan und von daher habe ich mir gedacht, schaust du mal wieder rein. Guckst ein bisschen, was passiert ist, ob deine alten Charaktere noch da sind. Und ja, sie sind noch da und alles ist gut und das Spiel macht Bock und ich habe schon wieder in ein paar Tagen nur was weiß ich wie viele Stunden investiert. Deswegen, es gibt zwei Gründe, warum ihr euch das mal anschauen solltet. Der erste ist, was wir hier schon sehen. Wie gesagt, es wird Free-to-Play und das Free-to-Play-Modell ist wirklich sehr fair. Da kann man sich nicht beschweren, das haben andere Spiele schon deutlich schlechter gemacht. Außerdem, was bei Rift immer hervorsticht, ist das System, das hinter den Klassen steckt, worauf wir gleich noch eingehen werden, das nämlich sehr komplex ist und in dem Sinne auch fast schon einzigartig, glaube ich, im MMO-Bereich. Vielleicht irre ich mich auch, ich habe längst nicht jedes MMO gespielt. Von daher, was passiert eigentlich beim Free-to-Play-Modell? Wir können es hier jetzt sehen. Spieler, die das Spiel kostenlos spielen, also wirklich Free-to-Play-Spieler, haben nur 2 Charakterplätze und 3 Taschenplätze. Ist nicht viel, aber ich sag mal, 2 Charakterplätze reichen schon mal aus am Anfang, allein durch dieses Klassensystem, was wir noch erklären werden. 3 Taschenplätze ist natürlich ein bisschen doof, ist wenig, aber gut. Besitzer von Rift, dazu zähle ich zum Beispiel auch. Also man muss jetzt kein laufendes Abonnement haben, auch nicht während des Free-to-Plays. Sondern einfach nur Leute, die sich Rift irgendwann mal gekauft haben, zählen dazu. Da haben wir dann 6 Charakterplätze und 5 Taschenplätze. Besitzer von Storm Legion, das ist das Add-on zum Spiel, haben dann noch die Seelenerweiterung. Da gibt es dann nochmal mehrere Seelen, was wir dann gleich auch noch erklären. Das ist schon mal so die grobe Fassung von Free-to-Play, was sich da so ändern wird. Hier an dieser Stelle sehen wir dann nochmal ein paar andere Vorteile von Leuten, die ein Abo-Modell besitzen. Also man kann auch während Free-to-Play noch ein Abonnement abschließen und erhält dann das hier jetzt zum Beispiel wie 10% höhere Reitgeschwindigkeit, 15% mehr Währung und. Das könnt ihr jetzt hier alles lesen. Oder ihr geht auf riftgame.com. Das sind tolle Sachen, ist aber längst nichts, wo ich sagen würde, oh, da hat aber einer einen Vorteil, wenn er jetzt Geld ausgibt. Nee, also klar der Vorteile, aber es ist nichts Gravierendes. Von daher ist das schon ganz okay so. Also, jetzt kommen wir mal zu dem, was wichtig ist. Wenn ihr mehr zu Free-to-Play erfahren wollt, geht auf die Seite. Ich werde es unten nochmal verlinken. Da könnt ihr alles nachlesen. Ansonsten kommen wir jetzt mal zu dem Klassensystem und damit ich euch das Spiel ein bisschen schmackhaft machen kann, damit ihr mal seht, was so dahinter steckt. So, wir sind jetzt hier im Charakterauswahlmenü und ihr seht, ich habe 3 Charaktere und die haben grob genommen 3 verschiedene Klassen. Das wäre hier einmal der Pedobär mit der Klasse Kleriker, dann Koronex als Krieger und Chartreuse als Magier. In anderen MMOs kennt man es so, dass man sich einen Charakter erstellt und dann hat man da seine, was weiß ich, sagen wir mal 12 Klassen. Das sind dann irgendeine Melee. DD-Klasse, ein Schurke, also ein Krieger am Anfang, ein Tank und ein Elementarmagier und was weiß ich nicht alles. So, die WoW-Spieler kennen das jetzt auch wahrscheinlich, weil es da tausende Sachen gibt. In Rift läuft das alles ein bisschen anders. Wir klicken jetzt mal auf Erstellen, können jetzt hier unsere Seite auswählen, entweder Wächter oder Skeptiker. Ich war immer Wächter, also werde ich auch mal bleiben. Und sind jetzt hier im Charaktermenü. Jetzt nehmen wir mal hier irgendwie, keine Ahnung, Mail-Typen. Weiter. Und jetzt sind wir hier in dem Klassensystem. Hier kann man jetzt auswählen. Krieger geht man immer davon aus, ist entweder ein DD oder ein Tank. Hier gibt es aber noch Unterstützung. Und das gibt es bei allen so eigentlich fast. Jetzt haben wir hier noch den Magier. Der, kann auch Schaden machen und alles Mögliche, kennt man auch. Da geht man immer von aus, Magier, gut, die machen irgendeinen Elementarschaden oder sowas. Dann den Kleriker. Beim Kleriker denkt man als erstes an Heiler. Steht auch hier ganz oben, klar. Kommen wir aber gleich noch zu. Und der Schurke ist im Grunde genommen immer irgendwie ein DD oder sowas wie ein Waldläufer oder sowas. Aber das Klassensystem in Rift ist deutlich ausgeklügelter. Drücken jetzt mal N und dann geht mein Seelenbaum auf. So, man unterscheidet in Rift zwischen 2 Dingen. Erstens die Rollen, was wir hier links sehen, und zweitens die Seelen. In Rift kann quasi jede Klasse alles.
Also, wenn ich einen Krieger spiele, so wie hier, dann kann ich entweder ein DD sein, indem ich jetzt zum Beispiel hier die Zerstörerrolle habe. Ich kann aber auch unterstützend sein mit einem Begleiter etc. als Spurensucher oder eben als Verteidiger kann ich auch ein Tank sein. Jetzt gibt es hier noch viel mehr Rollen. Also es gibt zwar diese drei Unterklassen sozusagen, DD, Tank, Unterstützer. Aber hier Hoplite ist auch Tank, Kriegsmeister ist DD, Schlächter ist DD, Stalker Unterstützung, Stoßtruppsoldat Schaden, Bahnbrecher Unterstützung. Jetzt gehen wir mal auf die Bestimmungen. Jetzt haben wir hier drei Bäume. In anderen Spielen hat man meistens nur einen Baum. Und hier kommt das Interessante zu Rift. Ich habe jetzt eine Rolle. Das ist meine, so wie ich es hier unten benannt habe, Single Target Melee DD Rolle. Heißt, ich skille hier komplett auf Schaden. Bei Rissklinge, also in Rift macht man es meistens so, man hat die drei Seelen und eine davon skillt man meistens komplett durch auf 61 Punkte. So viele bräuchte ich, um hier bis oben hin alles durchzuskillen. Die restlichen Punkte, die übrig bleiben, steckt man dann in einen zweiten Baum, der ganz gut dazu passt. Und den dritten lässt man komplett weg. Da kann man natürlich variieren, wie man möchte. Vielleicht findet man auch seinen eigenen Weg, wie man skillen möchte. Aber im Grunde genommen gehen die meisten Guides, zum Beispiel, die man sich angucken kann, immer in diese Richtung, dass einer durchgeskillt wird und dann noch ein zweiter die Restpunkte kriegt und der dritte bleibt weg. So, das ist jetzt das Grundsystem. Eine Rolle gleich drei Seelen. Jetzt kann man in Rift mehrere Rollen haben. Wir sehen es hier unten, da sind noch vier Slots. Und das heißt, im Moment kann man bis zu sechs Rollen haben. Ich habe hier jetzt noch eine zweite. Wird man jetzt am Namen da unten sehen, das ist meine Tankrolle. Da habe ich dann wiederum drei andere Seelen. Das sind dann Paladin, Ritter der Leere und Kriegsherr. Sprich, ich kann, wenn ich möchte und mir danach ist, jetzt diese Rolle hier aktivieren. Und schon habe ich meine Tankskillung. Da werden hier auch die ganzen Skills unten in den Leisten gewechselt und so weiter und so fort. Mein Equipment dafür habe ich natürlich auch mal dabei. Also wenn ich unbedingt tanken möchte, dann habe ich es hier unten und kann es ausrüsten. Ist zum Beispiel in Dungeons ganz praktisch, wenn man dann merkt, okay, uns fehlt doch ein Tank oder unser jetziger Tank ist zu schwach und meiner wäre jetzt besser, dann wechsle ich einfach meine Rolle und kann dann tanken. Und der vorher Tank war, kann dann zum Beispiel auf DD wechseln, falls er die passende Rolle dafür hat. So, ich könnte jetzt zum Beispiel auch noch eine dritte Rolle machen, die wäre dann, was weiß ich, Unterstützung oder eine andere Art von DD oder sowas. Das ist alles schon sehr praktisch und gleichzeitig auch ein bisschen kompliziert und confusing, würde ich mal sagen, für Neueinsteiger. Als ich damals davor stand, ich bin leider nicht so der Typ, der sich erstmal alles durchlesen will und guckt, wie könnte ich denn am besten skillen und alles durchlesen, die ganzen Skills und sowas. Da bin ich dann eher so die faule Sau und gucke mir irgendwelche Guides im Internet an oder frag irgendwelche Freunde von mir, die dieselbe Klasse spielen und frag dann, wie hast du das gemacht und sowas. Deswegen, ich bin da eher wirklich die faule Sau, aber naja, was soll's. Also wir könnten jetzt zum Beispiel auch hier den Spurensucher Unterstützung und dann hier beschwören, höheren Urbegleiter. Also sprich, ich hätte dann noch ein, ich sag jetzt mal, falschen Begriff, Pet. Ich hätte noch ein Pet dabei, also ein Begleiter. Und wäre dann ebenso mehr die unterstützende Rolle. Rollen kann man sich bei seinem Lehrer kaufen. Also ich müsste jetzt zu meinem Kriegerlehrer gehen in irgendeiner Stadt. Und dann könnte ich mir dafür ein paar Gold oder mittlerweile ein paar Platin noch eine dritte Rolle kaufen zum Beispiel. Und dann hier die Seelen anpassen. Anpassen ist noch ein gutes Stichwort. Solange ihr 0 Punkte drin habt, könnt ihr, Entschuldigung, einfach hier draufklicken auf dieses Symbol und dann könnt ihr hier nochmal eine andere Seele reinnehmen. Also wenn ich jetzt meine, ich muss unbedingt einen Bestienmeister noch irgendwie mit reinnehmen, dann klicke ich das einfach an und habe dann hier einen neuen Skilltree. So, will aber nicht, nehmen wir einen Plünderer. Das variiert dann ganz gut und ihr könnt auch einfach, wenn ihr merkt, das ist gar nichts für euch, so der ganze Baum, die ganze Rolle macht keinen Spaß oder macht keinen Schaden oder was auch immer, könnt ihr natürlich auch alles verlernen. Oder ja, das Ding einfach löschen. Oder ihr kauft euch einfach wahlweise noch eine dritte Rolle und lasst die hier dann vergammeln oder was auch immer. So, jetzt gibt es noch eine Sache. Wenn ihr Level 50 geworden seid, dann gibt es noch die Ebeneneinstimmungen. Dafür drücken wir mal U und kommen in dieses Fenster hier.
Ebeneneinstimmungen sind so ein kleiner Bonus. Wir sehen hier unten zwei Leisten. Die erste ist meine normale EP-Leiste. Also ich bin jetzt Level 50. Da ich Storm Legion besitze, kann ich bis auf Level 60 kommen. Und darüber haben wir noch diese orangene Leiste. Das ist die Ebeneneinstimmung. Da macht man die Level-Ups recht schnell. Die kriegt man durch jeden Mist, durch Creeps killen, durch PvP, durch Events und so weiter. Und dann kriegt man immer Punkte und die kann man hier investieren. Wir haben hier unten die verschiedenen Reiter Erde, Luft, Feuer und so weiter. Ganz am Ende auch noch Krieg. Ich habe jetzt einfach mal aus Spaß an der Freude Feuer durchgeskillt und kriege dann bei jedem dieser Sachen hier bestimmte Boni. Zum Beispiel hier diese blauen, grenzenlose Macht, erhöht die Stärke um 3. Also immer um 1 pro Level, aber es hat 3 Level, also habe ich hier schon 3. Ist natürlich nicht viel, aber summiert sich. Hier habe ich es nochmal, also 3, 6, 9, 12, 15 Stärke habe ich jetzt dazu bekommen. Und noch anderen Kram wie hier, Feuerwiderstand um 6 erhöht. Oder erhöht den Schaden an Kreaturen aus Feuerrissen um 3%. Ist nicht ganz so wichtig, aber wenn ihr alles durchskillt, dann kriegt ihr auch hier den zweiten Baum zur Verfügung. Da sind dann wiederum wahrscheinlich die besseren Sachen drin, bis hier zum Ende, wo dann nochmal bessere Sachen drin sind. So, dann haben wir hier noch Krieg zum Beispiel. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr so in Richtung PvP. Also hier, kommen wir dann mal, hier erhöht Heldenmut um 1. Heldenmut hat definitiv was mit PvP zu tun. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit auf Reittieren um 1%. Ist auch ganz nett so nebenbei. Das ist dann, das sind meistens alles passive. Ich weiß gar nicht, ob es da aktive Skills gibt. Vielleicht die hier. Ja, die sind dann aktiv. Braucht dann eine Ebenenladung. Das ist das hier oben. Da habe ich jetzt gerade 0, aber die kann man recht schnell und einfach wieder aufwerten. Und das ist das Skillsystem. Kannst du mal aufmachen. Von Rift. Es ist am Anfang ein bisschen unübersichtlich und erschlägt einen vielleicht. Und man weiß nicht, was man machen soll. Aber wenn ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr auf riftgame.com gehen ins Forum und da gibt es zu jeder Grundklasse auf jeden Fall immer irgendwo einen Guide und da könnt ihr euch auch Skillbäume angucken und sowas und das ist alles sehr, sehr gut erklärt. Jetzt, wenn ihr es bis hierhin noch geschafft habt, euch das anzuschauen, erstmal danke dafür. Dann noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt noch vor der Umstellung auf Free-to-Play euch das Spiel besorgen. Mit Add-on und noch 30 Tage Spielzeit, wenn ihr komplett neu seid. Und das kostenlos. Wie, das zeige ich euch jetzt. So, und hier die ganz schnelle Erklärung. Ihr geht auf die Seite raptor.com, ich werde es unten verlinken. Dort macht ihr euch einen Account und dann müsst ihr das Programm Raptor runterladen. Und dann ist alles, was ihr tun müsst, Rift installieren, falls ihr noch nicht habt. Und Raptor im Hintergrund laufen lassen, euch natürlich da einloggen. Rift spielen. Das für 14 Stunden und dann kriegt ihr danach mitgeteilt, hey, du hast 14 Stunden gespielt, du hast alles gemacht, was du machen solltest, hier ist dein Key. Und den könnt ihr dann auf riftgame.com einlösen und schon seid ihr Besitzer von Rift, von dem Add-on und wenn es ein Trial-Account war, dann sogar noch von 30 Tagen Spielzeit. Das Programm an sich ist ganz toll und es ist sowas wie X-Fire in etwa, falls man das noch kennt, nur in besser würde ich behaupten. Und als kleiner Tipp noch nebenbei, ihr müsst nicht permanent spielen. Ihr könnt auch einfach Rift starten und dann, was weiß ich, mit Freunden weggehen oder sowas. Hauptsache Raptor läuft mit im Hintergrund. Ihr werdet zwar nach 15 Minuten ausgeloggt, aber ihr seid dann immer noch im ich glaube, Charakterauswahlmenü oder sowas. Und Hauptsache die Echse läuft. Das wird auch als Spielzeit gezählt. Und wenn ihr dann die 14 Stunden geschafft habt, dann gehört euch der Key und das Spiel und ihr könnt das Spiel in grenzenloser Freiheit genießen, ohne die Beschränkung oder Einschränkung, dass ihr nur 2 Charakterslots und sowas habt. Außerdem habt ihr das Add-on. Das bringt auch nochmal ein bisschen was zum Spiel dazu. Ein bisschen mehr Spielzeit und ein bisschen mehr Terrain und 10 Level mehr und Dimension und was weiß ich nicht alles. Lest euch durch, habt Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitspielt. Ihr könnt mich auch gerne adden, falls ihr in dem Spiel vorhanden seid. Meine 3 Charaktere habt ihr ja gesehen am Anfang. Schreibt mich einfach an. Ich werde zum Start, zum Free-to-Play-Start am 12. Juni wahrscheinlich eine Gilde gründen mit Freunden. Da könnt ihr dann auch gerne reinkommen, wenn ihr wollt. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nö, ich denke nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sieht man sich in Rift und auf Wiedersehen.